Herzlich willkommen, meine lieben Kochfreunde. Ja, ihr seid auf dem Kanal gelandet, Kochen mit Christian, und das ist heute mein erstes Video hier auf dem Kanal. Und wir fangen gleich mal mit was ganz Einfachem an, und das ist die Tomatensoße. Beziehungsweise nicht der Sugo, denn der Sugo, das wäre schon die fertige Tomatensoße, also mit Öl, Basilikum und so weiter drin, mit Gewürzen. Nein, es geht jetzt hier erstmal darum, um eine Grundrezept-Tomatensoße. Und im Original nennt man diese Grundsoße Passata di Pomodoro, sozusagen übersetzt Tomatenpüree. Und wenn ihr mal Acht gebt, wenn ihr in den Supermarkt geht oder sonst wohin, da gibt es ja die ganzen Gläser mit Tomatensoße, da steht dann einmal drauf Sugo di Pomodoro, dann steht da Passata di Pomodoro oder halt Tomatenpüree oder Tomatensoße. Dann gibt es noch die Polpa, das ist also, wenn noch Stücke drin sind. Dann gibt es noch die Pelati, das werden dann die San Marzano Tomaten, die gibt es meist in Dosen. Ja, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Varianten von Tomatensoße, unter Anführungsstriche. Ja, aber auf jeden Fall in diesem Video geht es hier um das Grundrezept. Und bei diesem Tomatensoßen-Grundrezept brauchen wir natürlich frische Tomaten. Die meisten kennen die Pelatis, also die San Marzano Tomaten, wenn man jetzt Tomatensoße einkocht oder frisch kocht. Aber in diesem Video verwende ich keine San Marzano Tomaten. Ich verwende noch die bessere Variante, und ich will mal behaupten, das ist das beste Tomaten-Püree-Soßen-Grundrezept mit diesen Tomaten. Und es geht hier um die Datterino Tomate. Und das ist die Tomate, die meiner Meinung nach am meisten Aroma, am meisten Tomatenaroma hat. Und es gibt ja auch die Tomatensoßen, wo man sieht auf den Etiketten mit Kirschtomaten. Und hier habe ich eben die Datterino-Tomate, und das ist eben die spezielle Tomate für das beste Tomatensoßen-Grundrezept. Ja, da gibt es auch verschiedene Sorten natürlich, aber halt der Überbegriff ist die Datterino-Tomate. Und wenn man daran schon riecht, die riecht so tomatig, also fantastisch. Und natürlich, wenn man gute Grundstoffe hat, in dem Fall hier die Tomate, dann kommt man halt auch auf ein gutes Ergebnis bei der Soße. Ja, was braucht man noch? Auf jeden Fall, wenn man so eine Tomatengrundsoße macht, braucht man hier eine Flotte Lotte. Ohne die geht mal gar nichts. Denn mit dem Mixstab, das ist total falsch, meine Lieben, da verfälscht sich wirklich alles. Und so wird es dann auch nicht gemacht. Kann man natürlich machen, aber ist halt nicht richtig. Deshalb nimmt man eben eine Flotte Lotte, und da ist hier eben so ein Sieb drinnen, und vielleicht kennt ihr die noch nicht, und dann rührt man das eben hier so rein, und da wird die Tomatensoße durchgequetscht, aber das seht ihr später sowieso noch. Ja, und die Flotte Lotte ist eben wichtig, weil ja, wir wollen keine Kerne, keine Samen und auch keine Schale in dem Tomatenpüree haben, sonst wäre es wiederum falsch. Ja, und das sind die zwei wichtigsten Dinge, die wir jetzt hier haben. Da kommt natürlich noch Salz hinzu und so weiter. Aber das seht ihr jetzt gleich im Video, denn jetzt geht's los. Da könnt ihr ruhig lauwarmes Wasser verwenden, dann geht der Schmutz besser ab. So, einmal gut durchspülen. So, jetzt nehmen wir hier einen schönen Topf, und jetzt müssen wir ein bisschen arbeiten. Und wir halbieren hier einfach die Tomaten. Und jetzt salzen wir das Ganze. Also wie gesagt, 10 Gramm auf 1 Kilogramm. Und dann rühren wir das hier noch gut um. Das ist auch ganz wichtig, denn das Salz zieht eben die Flüssigkeit hier aus der Tomate raus. Da geben wir jetzt kein Wasser oder so hinein. Das kocht jetzt alles hier im Saft der Tomate. So soll es auch sein. Denn letztendlich möchten wir ja die Flüssigkeit reduzieren, damit wir ein schönes Tomatenpüree hier rausbekommen. Und dann haben wir auch eine sehr, sehr aromatische, ja, Tomatensoße, Tomatenpassata di Pomodoro. So, wenn sich nach 2 bis 3 Minuten dann genügend Flüssigkeit gebildet hat, dann schalten wir den Herd auch auf kleine Flamme. Also wir lassen das vor sich her schmoren. Wichtig ist hier natürlich kein Deckel drauf, denn wir wollen ja die Flüssigkeit
ja, verdunsten lassen. So, halbe Stündchen ist vorbei. Was dann natürlich auch ganz wichtig ist, immer aufpassen, dass es nicht anbrennt. Also immer schön alle paar Minuten mal umrühren und immer die Hitze so reduzieren, damit es noch leicht kocht, aber nicht zu stark kocht. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier die Stufe 4, Wasser würde hier gar nicht mehr kochen, aber die Tomatensauce ist natürlich viel dicker von der Konsistenz und da brodelt das dann auch noch bei einer geringeren Hitze. So, halbes Stündchen ist vorbei, jetzt wird spannend. Jetzt kommt hier diese Tomatensoße hier durch die flotte Lotte und das zeige ich euch jetzt. So, ich nehme die Soße vom Herd und jetzt gieße ich das hier ganz, ganz langsam hinein. Achtung, das ist natürlich sehr, sehr heiß, da kann man sich ordentlich verbrennen. Also sehr, sehr sachte hier eingießen. Ich würde euch empfehlen, dass vielleicht einer den Topf hält. Also wenn ihr zu zweit seid, umso besser. Wenn ihr alleine seid, dann habe ich einen Küchenhack für euch. Und da nehmt ihr einfach ein Küchentuch, das macht ihr feucht. Und darauf stellt ihr dann den Topf und dann rutscht das Ganze nicht mehr so. So. Und jetzt heißt es schön langsam rühren. Und bei dieser flotten Lotte nimmt man auch die kleinste Scheibe, also mit den kleinsten Löchern. Ja, und zur flotten Lotte, da möchte ich euch noch eine Information geben. Hier solltet ihr wirklich auf Qualität achten, denn ich habe so einige flotte Lotten schon in der Hand gehabt. Ich möchte jetzt hier sogar keine Markennamen nennen, die ich nicht gut finde. Aber das hier ist die beste meiner Meinung nach und ich habe schon ein paar Jährchen Kocherfahrung. Die werde ich euch auch mal unter dem Video verlinken. Die ist echt super genial und ordentlich stabil. So sollte Edelstahl sein. So, schön langsam hier rühren. Und wenn es dann mal nicht weitergeht, dann wieder zurück in die entgegengesetzte Richtung, damit das Ganze wieder hier unter diese Schraube kommt. Sieht fast aus wie so eine halbe Schiffsschraube. So, und das macht man eben, bis jetzt hier alles schön durchpassiert ist. Und man sieht auch schon, hier bleiben die Samen und die Schale zurück. Und das ist eben ganz wichtig. Das ist eben der Unterschied, als wenn man jetzt einen Stabmixer nehmen würde. Und zum Beispiel die Samen, die haben ja auch Bitterstoffe. Und wenn man jetzt mit dem Stabmixer da rangeht, dann wird die Tomatensoße, im Endeffekt das Tomatenpüree, auch ganz leicht bitter und schmeckt dann nicht so richtig gut. So, das war's jetzt auch schon, aber jetzt checken wir mal hier die Konsistenz. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das könnte man sogar jetzt hier schon so abfüllen. Aber wer möchte, kann das auch nochmal 10 Minuten ein bisschen nachköcheln lassen. Dann ist das Tomatenpüree hier nochmals dicker. Aber das brauche ich hier jetzt gar nicht. Halbe Stunde hat gelangt. So, und wie versprochen, beziehungsweise wie im Titel ihr gelesen habt, zeige ich euch jetzt auch, wie man dieses Tomatenpüree noch konserviert. Dann kann man es nämlich immer schön hernehmen. Und ja, man kann sich da auch einen schönen Vorrat kochen. Und dazu brauche ich hier solche Einmachgläser. Das waren mal, ich glaube, da war Marmelade drin, aber die kann man sich natürlich auch kaufen, verlinke ich auch nochmal unter dem Video. Wenn man jetzt größere Mengen macht, dann glaube ich, braucht man sowas. So, und ja, jetzt wird abgefüllt. Dann funktioniert das hier mit dem Trichter und dann fülle ich jetzt hier die Tomatensauce rein. Und ihr seht auch schon, die ist ganz fein, das ist was ganz, ganz Feines hier. Also wirklich top. So, wir machen das Glas fast voll. Erstmal hier zumachen. Gut verschließen, das ist wichtig. So, hier haben wir schon mal ein Glas.
Und wenn ihr die Tomatensoße jetzt so richtig haltbar machen wollt, ja, dann brauchen wir jetzt noch einen Topf. Diesen legen wir mit einem Küchentuch aus. Warum machen wir das? Ganz einfach, damit das Glas nicht unten am Topf angeht und damit es nicht kaputt gehen kann. So, jetzt geben wir hier unsere Tomatensoße hinein. Am besten, man hätte natürlich noch ein paar mehr Gläser, dass hier alles schön gut befüllt ist. Ich nehme mal ein leeres Glas noch. Oder noch eins. Wichtig ist einfach nur, dass hier die Gläser schön danach mit Wasser bedeckt sind. Und dann lässt man das alles nochmal so 30 Minuten kochen auf kleiner Flamme. Und dann sind die Gläser auch schon pasteurisiert, sind keimfrei sozusagen und halten sich dann auch mal locker ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr. Aber meistens ja, braucht man die Tomatensoße ja schon zuvor. Ja, und nachdem man die Gläser gekocht hat, lässt man das Ganze mit dem Topf über Nacht schön auskühlen und erst dann nimmt man die Gläser aus dem Wasser heraus und dann kann man sie schön beschriften und ja, dann ab in den Kühlschrank oder in den Keller, da wo ihr eure Tomatengläser dann lagern wollt. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gerne Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Christian. Ciao!